Nein, wir haben noch eins gefunden. Wobei ich mir nicht sicher bin. Ich glaube, da kommt man nicht mit dem Messer hin. Ne, es ist zu hoch. Okay, das müssen wir auf jeden Fall abschießen. Vielleicht von ein bisschen weiter weg. Ja, und das wäre dann das letzte Medaillon, was wir noch gesucht haben. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, das Remake. Ich hoffe, ich habe dran gedacht und habe noch die Szene eben eingefügt mit dem letzten Medaillon, weil ich bin wie so eine Bekloppte wirklich zigmal noch durch das Dorf gelaufen. Und ja, hab dann endlich mal herausgefunden, wo das letzte noch gewesen ist. So könnt ihr, wenn ihr das Ganze nachspielen wollt, auch alles soweit. Ja, finden, wenn ihr es denn möchtet. Ich schau mal eben kurz, ob wir hier irgendwas haben. Da können wir rum. Da werden wir wahrscheinlich auch angegriffen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Sackgasse ist. Aber wir sollten auf jeden Fall rechts den Weg weiternehmen, weil der führt uns ja, glaube ich, auch zum Ziel, ne? Rechts ist ja, genau, da sollen wir auch hin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir vorher das Ding hier vielleicht noch eben looten können. Okay, es scheint auf jeden Fall jetzt entweder keiner da zu sein oder ja, es macht halt nichts aus. Ach, eine Sache wollte ich aber noch machen. Es tut mir leid, dass ich das vergessen habe. Ich habe die Anzeige jetzt noch mal ein wenig dunkler eingestellt, wobei das immer noch recht hell ist, muss ich sagen. Ja, X ist gleich A. Ich muss A drücken. Das habe ich nicht vergessen. So, dann schauen wir mal. Automatisches Speichern ist eigentlich gut, aber bei unserem Fall glaube ich nicht so gut, weil das heißt, dass dann irgendwas kommt. Nehme ich an. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal eine Warnung. Gibt es eigentlich keine Möglichkeit hier eventuell? Nee, das ist ja Ducken. Ja, das ist die Waffe. Ich will jetzt auch nicht zu. Kann man. Nee, das ist wieder Zielen. Ich kann halt nur so machen, ne? Ich habe mal mir sagen lassen, dass man die wohl auftreten kann. Kommt da jetzt gleich irgendwas von hinten? dass man die wohl auftreten kann, aber ich habe bisher noch nicht herausgefunden, wie. Ich hoffe, unten kommt jetzt keiner. Na komm, ich weiß, dass du noch lebst, du Sack. Was hat er denn mit seiner Schulter, hä? Aber wieso steht er jetzt nicht auf? Oh, ausweichen. Ja, weich bloß nicht aus, kein Thema. Weil der mir jetzt die falschen Tasten anzeigt. Das ist doch scheiße. Oh. Okay. Also, die können mich treffen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich ausweiche. Also normalerweise ist das Ausweichen, aber das ist ja eigentlich Ducken. Deswegen. Okay, ist er jetzt runtergeflogen? Jetzt ist nur eine Frage. Hier komme ich nicht mal weiter jetzt, oder? Doch, hier rechts ist noch ein Weg. Komm, die sind doch nicht bei zwei. Oh. Die sind doch nicht bei zwei Treffern tot. Geht er schon automatisch zurück bei mir? Wo ist er denn? Der kommt jetzt hier rum, oder? Ja, der kommt hier rum. Okay. Dann gehe ich mal ein Stückchen weiter nach hinten, weil da vorne kann ich mit dem Gestrüpp so gar nichts sehen irgendwie.
Boah, die können aber auch was vertragen. Ja gut, hier konnten wir jetzt leider nicht nach oben gehen. Frage ist, kommt da jetzt noch einer? Ich glaube nicht, ne? Okay. Aber wir kommen, ja gut, wir kommen unter der Brücke dann aus. Der ist da runtergefallen. Jetzt können wir den einen da oben nicht looten, vorausgesetzt, dass der nicht nochmal aufsteht. Ach, da unten. Okay. Das war schon mal gut. Ich möchte gerne speichern, so gut bin ich nicht nochmal. Das Problem ist, wenn jetzt so ein Quicktime kommt, ich habe keine Ahnung, wie ich dann ausweichen soll. Wenn hier wieder irgendwas kaputt geht. Das sieht irgendwie gar nicht gut aus hier. Ich weiß nicht, ob wir uns hier irgendwo anschleichen können oder so. Eieiei, was macht ihr nun mit mir? Was macht ihr nun mit mir? Ja, man kann sie aber scheinbar nicht anschleichen, okay. Fledermäuse. Ah, da hinten läuft einer rum. Siedlung am See. Da haben wir zwei Sachen, die wir theoretischerweise holen können. Wir müssen irgendwo geradeaus durch. Aber da werden so einige, denke ich mir mal, sich uns in den Weg stellen. Ach, ich glaube, ich weiß, was das für. Ich hoffe nur, der hat jetzt kein Dynamit oder so. Ich glaube, ich weiß aber, was das für ein Gebiet ist, ja. Oh. Die war so schnell auf einmal. Und der Typ gefällt mir irgendwie auch nicht, der da oben steht. Ich weiß nicht. Kommt die Alte jetzt hier noch vorbei? Kann ich überhaupt so weit schießen? Oh, jetzt geht doch einfach um das Ding rum. Mann. Ja, Kopftreffer ist natürlich sehr, sehr schwer jetzt aus der Entfernung. Oh, oder überhaupt ein Treffer. Ich meine aber, der hätte eine Dynamitstange in der Hand. Ich bin mir nicht sicher. Das Problem ist, die alte kracht doch bestimmt jetzt hier. Ah, da hinten kommt schon einer. Ja. Na? Oh, das war jetzt ganz mies, ganz mies. Nicht jetzt, nicht jetzt. Oh. Na komm schon. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht so rede, aber ich muss mich hier echt konzentrieren gerade. Noch wer? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich hasse euch, ich hasse euch. Ach so. Hä? Sind das nicht die, die dann wieder aufstehen? Das sind die doch, oder nicht? Die Las Plagas. Das verwirrt mich jetzt hier gerade nicht, dass der mich gleich von hinten packt, wenn ich jetzt versuche, da vorbeizugehen. Und die Alte habe ich immer noch nicht gesehen hier. Was ist dein Ernst? Ey, den kann man so scheiße. Ich habe auch nicht mehr so viel Schuss, ne? Oh.
habe ich in der noch 11 Schuss. Ich höre die Alte doch neben mir. Aber das sieht wirklich immer krass aus hier. Ich dachte, das sind die, wo dann die Köpfe explodieren und das, der dann, ne, einen anspringt oder so. Also sie sehe ich jetzt auf jeden Fall nicht. Ich versuche mich hier so ein bisschen ranzutasten. Ja! Ja! Geil! Geil, jetzt müsste der eigentlich Fritte sein. Aber so viele Schüsse verballert. Ganz ehrlich. Oh, oh, oh. Also zum einen höre ich noch was. Wo ich mir gerade nicht sicher bin, wo die herkommen. Aber kann sein, dass die das Ding jetzt hier auslösen. Oh, oh. Nee, das ist da rein. Ach so. Aber solange die nur da reinwerfen, ist alles gut. Oh, sie werfen aber nicht nur rein. Gesundheit. Oh, 3 Schuss mit der. Oh, 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 oh. Moment, da müssen wir auf jeden Fall mal herstellen, Pistolenmunition. Wobei, das ist so. Ja, doch, ich brauche mehr Schuss. Ich brauche auf jeden Fall mehr Schuss. Es ist jetzt blöd wegen der Schrot, aber es geht nicht anders. So, dann. Also kann ich die jetzt nicht ausrüsten? So. Dann nehmen wir die, weil die hat gerade noch 11 Schuss drin. Einer weniger. Nein, jetzt habe ich die nachgeladen. Fuck, das wollte ich nicht. Das war jetzt richtig dumm. So, die Falle ist schon ausgelöst. Sehr schön. Die anderen sind auch tot hier, oder? Höre ich mich oder höre ich gerade Zombie? Ich höre doch irgendjemand anderen. Aber die sind irgendwo, wo die nicht wegkommen, oder? Weil die werfen hier immer was rein. Das war jetzt böse. Das Problem ist, ich sehe nicht, wo die sind. Wo ist die Tuse? Lauf, 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 lauf. Ah, nein! Lauf! Oh nein, 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 nein. Nicht so einer. Wollt ihr mich hier vergatteiern? Nein, jetzt hat er automatisch aufgeladen. Oh. Sind. Ach, da oben ist die Alte. Na komm. Komm. Steck dich nicht, du dumme Pute. Oh,
Nein, 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 nein. Wieso kann ich die denn nicht, treffen, dass die dann einfach von mir ablässt quasi? Das verstehe ich nicht. Ich weiß, das ist jetzt nicht die Taktik, die ihr jetzt wahrscheinlich anwenden würdet. Haben wir denn hier noch irgendwas anderes eigentlich, was wir werfen können? Nee, ne? Ja, ich habe eine Granate, aber die möchte ich nicht unbedingt dafür jetzt verwenden. Also ich habe schon immer die... Oh, Moment, da war was Gelbes. Ich habe nämlich schon immer die... Ach, die kann man nur herstellen. Die kann man nicht zusätzlich im Nachhinein noch machen, oder wie? Oh, das ist ja doof. Das ist ja doof gemacht. Da sollte man eigentlich warten. Naja, gut. So. Jetzt ist die alte aber doch weg. Ach, ich hätte da hochgekonnt. Ach, ja, okay. Kommt da jetzt auch noch einer raus? Nee, das ist nur da hinten die Tür, ne? Ah, okay. Dann schaue ich... Oh, da ist noch einer. Moment. Schaffe ich das, mich hier anzuschleichen? Nein! Was ist das denn, dein Ernst? Aber Hauptsache, die Alte hört mich nicht. Wenn ich da um mein Leben brüllend daneben stehe. Oh mein Gott. Ich dachte gerade echt jetzt, das war's. Okay, hier sind auch wieder Fallen. Da muss ich so ein bisschen drauf achten. Irgendwas knurrt mich hier doch schon wieder an. Oder bin ich das selber? Ich bin mir nicht sicher. So, jetzt dürfen wir hier auch mal in Ruhe reingehen. Oh, nee, 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 vergiss das. Ja, kein Thema. Hau zweimal mit dem Messer dagegen, aber Hauptsache, das Ding ist nicht, ja. Sagen wir mal nichts zu, ne? So, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, okay. Hä? Ich wollte gerade sagen, was hat jetzt gepiepst? So, da ist noch ein Spinell, sehr schön. Und Rohstoffe, auch sehr schön. Können wir denn jetzt hier... Ne, wir haben jetzt nur noch 10 von den... Wir haben jetzt unheimlich viel Rohstoffe. Aber das, was wir brauchen, nicht wirklich. Ach so, wir haben jetzt auch wieder keine... Das tun wir mal nach unten, weil da sollen ja eigentlich die... Was sind diese kleinen Küchenmesser eigentlich? Zum Aufbrechen brauchen wir nichts. Wir haben ja nur Schlüssel. Ein einfaches Küchenmesser, dessen Klinge leicht bricht. Okay. Moment, das machen wir aber auch mal hier oben kurz weg. Weil wenn ich noch ein Kraut finde, kann man das dann nämlich schön da unten reinmachen. So, okay. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier keine Fallen mehr finden. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt? Ja, aber viel ist von der Falle zumindest nicht abgegangen, zum Glück. So, die Frage ist jetzt natürlich auch, brechen die jetzt da durch? Ich vermute mal, die brechen erst da durch, wenn ich tatsächlich da hingehe. Oh, ja, ja, ja. Natürlich. Oder wenn ich da hingehe. Man weiß es ja nicht. Oh, sehr geil. Pistolenmunition. Ich weiß nicht, ob ich das geil finden soll oder nicht, weil das heißt ja in der Regel, dass dann auch was Größeres wahrscheinlich wieder kommt. Ah ne, das ist nur die alte hier. Okay. Sehr schön. Die hat auch nochmal Pistolenmunition für mich. Und da sind nur Peseten drin. Naja, gut, okay. Aber immerhin. So. Jetzt ist die große Frage. Ich habe jetzt die eine Pistole in der Hand. Ich habe aber keine Munition mehr. Es kann sein, dass viele rauskommen. Dann bräuchte ich eventuell Schrot. Wir können theoretisch noch Pistolen... Ach so, nee, Moment. Ach ja, wir haben doch gerade welche bekommen. Was rede ich denn hier?
Die tun wir dann auch dahin, wo wir sie sehen können. Ich müsste mal gucken, dass ich die Pistole tatsächlich wegtue. Ich will die eigentlich nur noch aufbrauchen. Weil ich gehe mal stark davon aus, dass die ja wesentlich besser ist. Also, dass das die verbesserte Version quasi ist. So, die Frage ist jetzt, hier kommen wir natürlich nicht durch, gehe ich mal von aus. Ja, da brauchen wir einen Schlüssel für. Okay. Da hinten weiß ich nicht, ob wir da noch was einsammeln können. Dahinter ist noch ein Gebiet. Da kommen wir wahrscheinlich nur hin, wenn wir jetzt durch die Hütte gehen. So oder so bleibt mir nichts anderes übrig. Aufgeladen ist sie nicht. Jetzt ist sie aufgeladen. Ja gut, der eine Schuss. Aber der eine Schuss kann einen das Leben retten. Moment. Die ist abgeschlossen. Hier etwa? Hm. Okay. Von mir im Keller. Lecker. Ausgeweidete, naja, nicht ganz ausgeweidete Fische. Naja, wir haben jetzt wieder keinen Schlüssel. Moment, ich höre hier schon wieder was. Okay. Das ist gut, dass man zumindest das Piepen dann immer gut hört. Hier ist nichts. Was haben wir denn hier alles? Ein Kerl mit seinen kleinen Jungen. Steht aber nichts drauf. Oh oh. Das hört sich nicht gut an. Pistolenmunition. Das ist gut. Wo kommt denn das hier? Kann ich das auch... Ah, ich muss das wahrscheinlich wegschieben gleich, ne? Okay. Was ist das? Ja. Das will ich, glaube ich, gar nicht herausfinden. Das hört sich so nach einem größeren Gegner an. Könnte ich den durch Anschleichen eventuell... Ich bin mir nicht sicher. Okay, aber vorher erstmal die Waffe nachladen, bitte. Ich hätte jetzt auch die andere Waffe dafür nehmen können, ne? Ich hoffe, da kommt jetzt keiner von hinten. Können wir hier noch... Ah, ja. Eine Handgranate. Sehr geil. Oder auch nicht, weil Handgranaten deuten ja eigentlich eher auf größere Gegner hin. Ich weiß auch gar nicht, wann dieses Wasserungeheuer eigentlich kommt. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt tatsächlich im vierten war. Oder ob das eigentlich vom fünften Teil war. Ich vermische die beiden gerne mal. Puh, okay. Noch sehe ich nichts. Hier ist nichts hinter. Okay. Kann ich nicht amüsieren? Doch. Kommt da jetzt was rausgeschossen? Ach, der! Etwas Feingefühl. Du sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior. Egal. Hast du eine Kippe? Weißt du, die sind ein wahres Grab. Oh, na gut. Dann mach mich wenigstens los, hm? Joder, nicht der Typ! Wer sind Sie? Stehen bleiben! Ja.
Und wir haben das erste Kapitel beendet. Und ich habe die ganze Zeit totale Panik gehabt, dass da jetzt eine Riesenmeute rausgestürmt kommt. Ja, wie gesagt, ich vermische gerne Teil 4 und Teil 5, also vom Original miteinander. Und ja, wenn man es halt so lange nicht mehr gespielt hat, dann weiß man ehrlich gesagt nachher auch nicht mehr so genau, was da jetzt kam. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass wir, oder ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass wir diesen spanischen Typen da, dass wir den anders kennengelernt haben. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie wir ihn kennengelernt haben, aber ich meine nicht, dass wir ihn aus so einer Art Leichensack rausgeholt haben. Ich meine, das war anders, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie es jetzt gewesen ist. An den Typen erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Den werden wir, denke ich, demnächst bald wiedersehen. Und ich habe ihn gehasst wie die Pest, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, Kapitelergebnis. Wir haben kein Dreieck, aber das Dreieck wäre rein theoretisch oben, würde ich sagen, oder? Abgeschlossene Herausforderung. Mission im Gange. Mit den erhaltenen Abschlusspunkten können Sie im... Wieso habe ich nur 300 bekommen? Hallo? Ich habe so viele Sachen gemacht, dafür gibt es überhaupt gar keine Boni, oder was? Das ist doch doof. Okay. Ja gut, auf Zeit spielen wir jetzt natürlich nicht, weil wir gucken uns ja alles erstmal in Ruhe an. Ich will ja das Spiel ja gut erleben, mir die Umgebung angucken. Man muss ja sagen, es ist wahnsinnig geil gemacht von der Grafik her. Ich persönlich kann mich immer noch nicht mit dem Gesicht von Leon anfreunden. Er ist vor allen Dingen, immer wenn ich auf ihn draufhalte, ist er so unscharf im Gesicht. Das verwundert mich. Das ist das Einzige, was die nie so richtig zeigen. Aber ja, ansonsten, die Grafik ist natürlich schon richtig geil. 38 getötete Gegner. Ja, ich weiß nicht, ob die Sprengfallen, wenn die jetzt jemanden töten würden, auch dazu zählen würden. Genauigkeit 80,4%. Ja, für Klein-Gameplayerin muss ich sagen, ist das eine verdammt hohe Genauigkeit. Ich glaube nicht, dass wir die im nächsten Kapitel so beibehalten können. Aber immerhin, ich habe 4-mal Schaden erhalten. Ja, ja, was soll man dazu sagen? Man kriegt immer irgendwo Schaden. Ich bin nicht gestorben. Das wird sich auch ganz sicher im nächsten Kapitel mal ändern. Und ja, mehr kann ich jetzt hier eigentlich gar nicht machen. Ne? Ich kann zurückgehen. Und ich kann auch mal speichern. Dann würde ich sagen, nutze ich hier die Gelegenheit, um mich schon mal zu verabschieden. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt mit einem Video anfängt im nächsten Kapitel. Deswegen bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.